So, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Silent Hill 3, Folge Nummer 25. Wir sind hier immer noch in dieser Kirche unterwegs. Die letzte Aufnahme ist locker anderthalb, 2 Wochen her. Ich hatte irgendwie keinen richtigen Elan zu nichts. Ich war jetzt viel arbeiten und hatte Nachmittag eigentlich nicht mal mehr Bock zu zocken, irgendwas zu machen. Weiß nicht. Irgendwie war ein bisschen die Luft raus, aber jetzt bin ich wieder am Start hier mit Folge 25 unseres wunderschönen Silent Hill Let's Plays. Ich bin gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Ach ja, stimmt, hier waren ja diese zwei Gegner drin. So, und wir müssen jetzt hier irgendwie versuchen, weiterzukommen. Hinten ist ja noch eine Tür, die wir noch nicht durchsucht haben. Die müsste eigentlich rein theoretisch, muss die offen sein, damit es weitergeht im Spiel. Ich habe einen neuen, übrigens, um mal kurz vom Thema nochmal abzuweichen, bevor es hier mit Silent Hill weitergeht. Ich kann euch ein neues kostenloses Free-to-Play-Spiel empfehlen, und zwar Ring of Elysium. Das ist ein Free-to-Play-Battle-Royale-Spiel. Habe ich jetzt 3, 4 Stunden reingespielt, vielleicht mache ich ja nochmal ein Video dazu. Guckt es euch mal an. Für alle, die auf PUBG stehen oder Fortnite stehen, so, die können das gerne mal ausprobieren. Hat ein paar andere Ansätze, aber ist ein wirklich schönes Battle Royale-Spiel. Gut, aber darum soll es jetzt nicht primär gehen. Wir kümmern uns hier weiter um Heather und ihr Abenteuer in der wunderschönen Stadt Silent Hill. Ach, hier haben wir einen Speicherpunkt, hier haben wir einen Schlüssel, hier haben wir so viel. Notizblock aus dem ersten Teil. Messingschlüssel. Okay. Das ist von unserem Vater wieder mal eine Notiz. Das waren damals die Speicherteile von Silent Hill 1, falls ihr euch daran erinnern könnt, dann ist das Play uralt schon. Wir müssen den ersten Teil unbedingt nochmal spielen. Ich habe ihn ja leider nicht durchgespielt, weil ich den Spielstand verloren habe, aber wir müssen den ersten Teil nochmal anfangen. Einfach nur geil. Ein Notizbuch, da steht was drin. Sie ist direkt hinter der Tür. Ich weiß nicht wie, aber ich kann es fühlen. Aber sie ist da nicht alleine. Ich fühle eine sehr gefährliche, sogar abscheuliche Präsenz. Oder vielleicht war, was sie Gott nennen. Trotzdem werde ich die Tür öffnen. Genug von diesem müßigen Geschwätz. Ich bin kein Gott, aber ich werde Claudia retten. Nein, alle. Der letzte Eintrag wurde vor etwa 17 Jahren geschrieben. Papa hat wohl auch das geschrieben. Okay. Haben wir noch einen Save Point. Und hier ist noch ein Buch. Das ist das alte Malbuch aus dem ersten Teil. Alter Schwede. Alter, das ist das Malbuch von mir selbst. Das ist mein Skizzenbuch von vor 17 Jahren. Auf dem Umschlag ist eine Zeichnung von Papa. Echt nicht gut. Wie kommt das denn hierher? Oh, ist das krass. Ist das krass, Freunde. Das findet man im ersten Teil das Buch auch. Das ist so geil. Ah, die Tür klappert zwar, doch sie sitzt fest, verbirgt ein Geheimnis vor dir. Und auch dem Rest. Du wirst wohl denken, was könnte es sein? 5 magische Karten lassen dich hinein. Was tun mit all diesen, höre ich dich fragen. Ich sag's dir ganz direkt und ohne dich zu plagen. Aber du musst schon bitte sagen. Eines musst du wissen, gleich zu Beginn. Da ist etwas in jeder Reihe drin. Ja, und ist es denn zu fassen? 3 würden einfach nicht passen. Der kopfstehende Mann, tief unter Grund. Rechts von ihm, links von ihm, da ist niemand und lass ihn allein, sind seine Tränen auch profund. Hoch am Himmel, der Mond steht, voll oder halb, bevor er untergeht. Wie eine Krone funkelt Licht über das verrückten Clowns Gesicht. Euer Exzellenz, ich muss euch loben. Ihr betet zu Gott hoch oben. Darf ich es wagen, euch zu fragen, warum ihr blickt in den Himmel, zur Nacht niemals schlaft, sondern immer wacht? Weißt du es jetzt? Du hast es nicht vergessen. Einen wichtigen Punkt darfst du nicht auslassen. Und nun zum Schluss, bevor du dich dran wagst, hier noch ein Tipp, damit du hoffentlich nicht versagst. Unheimlich und abscheulich das Ding in der Nacht. Lasse Vorsicht walten. Rechts lass unbewacht. Es ist zu deiner Linken, so handle mit Bedacht. Du wirst also die Tür öffnen? Ich bin sicher, dass es da jenseits nichts gibt als fürchterregende Gefahr. Oh, vergiss es doch. Komm, spielen wir. Sonst bin ich wieder ganz allein mit mir. Oh Mann. Okay. Alles klar. Das ist wahrscheinlich. Oh shit.
Die Regale sind vollgestopft mit Büchern. Hier ist unser altes Kleid, meine Kleider, als ich 7 war. Die passen mir nicht mehr. Gut so. Das Kleid hatte Cheryl an, also wir, im ersten Teil. Oh Mann, Freunde. Liegt hier noch eine Tarotkarte? Nee. Wir haben ja gar nicht so viele, ne? Haben wir überhaupt denn alle? Moment. Zack. Das Ding ist, na doch, wir haben 1, 2, 3, wir haben 4 Tarotkarten. Ich weiß nicht, ob das alle sind. Das ist jetzt mein Problem. Sind das denn alle Tarotkarten? Und mit diesem Buch müssen wir jetzt hier das Rätsel lösen. Oh, ist das anstrengend. Alter Schwede, das wird echt... Boah. Okay. Schauen wir mal auf die Map. Wir schauen nochmal auf die Map und gucken nochmal. Wenn wir jetzt eine Karte irgendwo liegen lassen haben, können wir das Rätsel nicht lösen. Und es stand in dem Notizbuch hier, dass es 5 sind. Oder? Oh shit. Oh shit, Freunde. Das wird jetzt mit dieser Wall of Text soll ich das Rätsel lösen. Nina. Eines musst du wissen gleich zu Beginn, da ist etwas in jeder Reihe drin. Ja, und ist es denn zu fassen? 3 würden einfach nicht passen. Rechts von ihm, links von ihm, da ist niemand. Und lass ihn allein, dann drehen auch profund. Gut, Freunde, es wird wieder Zeit für unser kleines, dickes Notizbuch. Ich mache mir ein Post-it mit den Hinweisen. Wir müssen jetzt aus jeder Zeile hier einen Hinweis rauslesen und den notieren. Sonst wird hier nichts. Moment. Ich nehme einen größeren Zettel. Ich muss mir das, glaube ich, ein bisschen... Ich nehme ein richtig großes Blatt. Ich glaube, ich muss mir das wirklich aufmalen. Also es ist ein Feld. 6x6, ne? Ne, 3x3. 3x3. Wir malen uns das jetzt auf und dann malen wir Hinweise rein, die wir irgendwie aus diesem Text rauslesen können. Also, Freunde, ich zeige euch das gleich in die Kamera. So hat man früher, das finde ich ehrlich gesagt an den alten Spielen, sowas hat man heute nicht mehr. Das finde ich an den alten Spielen so geil, dass man wirklich noch... Gucken wir uns jetzt hier, wir malen uns das jetzt einfach auf. So muss das sein, Freunde. Classic Gaming. Einfach mal ein bisschen malen, ein bisschen Notizen machen. Genauso wollte das Spiel das auch damals, dass man sich hinsetzt und Dinge malt, um einfach... Ich habe hier keinen Platz, das Mikro, alles ist im Weg, alles ist im Weg. So, Moment, zack. So, jetzt machen wir uns hier noch 3 Kästchen. Machen das jetzt wirklich... Auch schön groß, falls wir uns 10.000 Mal vermalen, dass wir richtig schön rummuscheln können, machen wir das Ganze. Na gut, der Kasten war jetzt natürlich ein bisschen sinnfrei. So, Freunde, so habe ich mir das jetzt aufgemalt. Und jetzt läuft hier Folgendes ab. Jetzt mache ich erstmal hier ein O hin und hier ein U hin, damit wir nicht vergessen, wo oben und unten ist. Und dann gehe ich jetzt hier nochmal raus und gucke mir das nochmal an der Wand an. Die sind verbunden. Das wird uns zwar nicht viel... Sind alle mit damit. Ich muss mir das genau aufmalen. Irgendwas ist da... Das geht jeweils eine Diagonale rüber. Zack, zack, zack. Dann geht jeweils eine Gerade weg. Zack, 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 zack. Und dann sind die alle nochmal so verknüpft. Vielleicht hilft uns das auch. Vielleicht sind selbst diese Linien wichtig. Man weiß es ja nicht. Man kann ja nicht reinschauen in das Ganze. So, und jetzt lesen wir uns hier Stück für Stück den Text durch und probieren mal des Rätsels Lösung zu finden. Die Tür klappert zwar, doch sie sitzt fest, verbirgt ein Geheimnis vor dir und auch dem Rest. Du wirst wohl denken, was könnte es sein? 5 magische Karten lassen dich hinein. Gut, damit können wir ja schon mal direkt uns wieder verpissen, weil wir haben nur 4 Karten. Das heißt, wir müssen erstmal noch eine Karte finden. Sonst können wir dieses Rätsel ja gar nicht lösen. Freunde der Sonne. Oder? 1, 2, 3, 4. Douglas Notizbuch. Hier ist natürlich auch keine Karte oder sowas drin. Wir haben ja jetzt den Messingschlüssel noch bekommen. Wir müssen jetzt erstmal noch eine Tür öffnen.
Und wo war denn eine verschlossene Tür? Wo war denn hier eine Tür verschlossen? Da ist eine Tür verschlossen, guck mal. Da ist eine Tür verschlossen, da müssen wir jetzt hin. Wir müssen also zurück. Oh, ich kenne mich nicht mehr aus, ne? Wir haben so lange nicht gespielt. Wir haben so lange nicht gespielt, ich kenne mich hier wirklich nicht mehr aus in dem Level. Alter, dieses Vieh da, ne? Was soll ich dazu noch sagen? Es ist einfach Silent Hill, wie es lebt und lebt. Ach ja, stimmt ja. Um Himmels Willen. Wie soll ich denn da jetzt vorbeikommen? Aber da komme ich doch jetzt wieder nie unbeschadet vorbei an der Scheiße. Ist doch so. Sind wir doch mal ganz ehrlich. 5, 3, 2. Wir haben keine Heilung mehr. Wir haben keine Heilung. Wir müssen da jetzt irgendwie durch. Okay, das haben wir ja schon mal gut gemacht. So, Map. Wo muss ich denn jetzt lang? Dort. Warte mal, dort ist doch eine verschlossene Tür. Bin ich dumm? Habe ich die gerade übersehen? Oder ist die... Außerdem ist hier auch noch eine Tür. Gut, dass wir die uns jetzt mal markiert haben. So hier, das hier ist Schloss kaputt, da ist das doch eine... Hier ist dann auch eine verschlossene Tür, ne? Oh Mann, ey. Okay, gut. Wir müssen jetzt irgendwie gucken. Ich gehe jetzt einfach wo die nochmal zurück. Ich meine, jetzt haben wir eben mal uns den Weg gemacht. Ach, das waren ja zwei Stockwerke. Stimmt. Wo sind wir denn jetzt? Hier. Hier müssen wir nicht hin. Wir müssen den Fahrstuhl benutzen. Wieder runter. Ne, wieder hochfahren. Und dann gucken wir mal, ob wir da die Tür öffnen können. Hier waren Viecher. Ach nee, das ist nur da unten rumgekrochen. Okay. Da, nach links. Okay, okay. Ach, hier waren die beiden Großen. Die haben wir ja Gott sei Dank getötet. Eieiei! Eieiei! What the fuck? Was ist hier los? Was ist hier los? Dümmer hätte ein Stuhl nicht platziert werden können. Alter! Was geht hier ab? Wie, das ist so eine Art... Es kommt wie Feuer und es ist Totenstille. Boah, unangenehm, aber wir scheinen auf jeden Fall richtig zu sein. Ja, hier passt der Messingschlüssel. Ja, jetzt wird erstmal gespeichert. Und jetzt wird erstmal gespeichert. Wir brauchen so dringend auch Heilung, ey. Wir haben keine Heilmittel. Übelst nervtötend. Übelst nervtötend. So, und ich hoffe hier... Fuck it. Es muss noch... Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, übertreiben es ein klein wenig. Kommt man an dem vorbei? Nee, natürlich nie. Er trifft uns jetzt mal, aber naja, gut. Upp, schön. Aber... Stirb. Kannst du mal bitte gestaggert werden? Er wird nicht, er wird gar nicht mehr gestaggert. Warum denn auch? So, jetzt haben wir wieder gelbe Energie. Sehr schön. Wo kommst du denn her, du Arsch? Ey. Das Spiel ist gerade so schrecklich.
Das Spiel ist gerade richtig unangenehm. Und wir finden auch einfach keine Medkits oder irgendwas in der Richtung. Finden wir einfach nicht. Oh, ein Klassenzimmer. Sehr schön. Hier ist einfach alles vertreten in dieser wunderschönen Welt gerade. Das ist ein altes, zerfleddertes Notizbuch auf dem Podest. Oh. Und da liegt auch ein Brief drin. Mal sehen. In meiner Klasse ist ein Mädchen. Das heißt Alessa. Wenn dein Gedächtnis was taugt, wirst du dich an sie erinnern. Sie ist diejenige, die die anderen Hexe nennen. Wahrscheinlich wird sie von ihrer Mutter missbraucht. Ich habe sie ohne irgendeinen Kratzer oder blauen Fleck in die Schule kommen sehen. Ihr Ausdruck ist mitleiderregend, dunkel für eine Sechsjährige. Vielleicht ist sowas ja gar nicht so ungewöhnlich. Statt sich nutzlose Ideen einfallen zu lassen, ist es besser, einfach zu beobachten und zu warten. Aber kann ich nicht doch irgendwie helfen? Ich überlege, ob ich mich nicht an einen Anwalt wenden soll. Aber ich habe auch Bedenken. Deshalb wende ich mich zuerst an dich, mein Freund, um dich nach deiner Meinung zu fragen. Kay Gordon. Das sieht aus wie unser Klassenzimmer, beziehungsweise sieht 1:1 wie ein Klassenzimmer aus dem ersten Teil aus. Was steht da? Geh nach Hause, krepier doch, Dieb. Das war Alessas. Ich meine, das war mal mein Tisch. Okay. So, hier finden wir doch jetzt die Tarotkarte und dann ist alles gut. Und dann gehen wir zurück und alles ist schön. Und dann kommt der Abspann und wir haben das Spiel geschafft. Oder? Genauso wird es doch passieren, Freunde. Es ruft Erinnerungen wach, aber keine sehr angenehm. Also ihr müsst doch in diesem Klassenzimmer... muss doch etwas sein. Oder ist das nur der... die Verbindung zwischen Blabla und Blabla? Ja, genau. Wahrscheinlich kommen wir so gar nicht durch den Gang. Geh jetzt trotzdem nochmal hier durch. Das ist so räudig, Alter. Okay, was ist das jetzt für ein Zimmer? Ein altes Kassettendeck, ein paar Bücher und noch mehr Briefe. Die Leute fangen an, ihrer Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen. Dass Pater Vincent das Geld der Organisation für seinen persönlichen Vorteil verwendet. Ich habe auch Gerüchte gehört, dass Pater Vincent einige Anhänger zu Spenden gezwungen hat. Gezwungen hat. Ist es wirklich die richtige Person für diese Position? Ich kann nicht leugnen. Oh, Entschuldigung, Freunde, dass ich heute so vorlese wie so ein Dreijähriger. Ich kann nicht leugnen, dass er viel zum Wachstum der Organisation beigetragen hat. Auch wenn wir an Gott glauben, sollten wir dann... käme es zu einer Art Versammlung, nicht nach unseren begrenzten Talenten oder unserer Rätseligkeit, sondern nach der Tiefe unseres Glaubens bewertet werden. Okay, LS. Leonard? Leonard. Sullivan? Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Gut, hier scheint auch wieder nichts zu liegen, außer diese Information. Okay. Hat das Spiel sich gerade aufgehangen? Ich glaub's nicht. Das Spiel hat sich zum ersten Mal aufgehangen. Hallo. Das ist auch noch nie passiert, ne? Wir haben ja schon eine Weile das Spiel am Laufen. Aber das ist noch nie vorgekommen. Hallo, Computer? Computer? Es geht gerade gar nichts mehr hier. Scheiße. Hallo? Silent Hill inaktiv. Ja, die Echse ist abgestürzt. Gut. Ich kann auch keinen Task Manager öffnen. So eingefroren ist mein PC gerade. Ich weiß gar nicht, ob die Aufnahme noch läuft. Laut dem Kontrollbildschirm ja. Aber mir geht gerade gar nichts mehr. Super. Ich irgendwie... ich kann hier nichts mehr tun. Ich hoffe inständig, dass es jetzt nicht immer passiert.
Ich kann nicht mal minimieren. Ich kann gar nichts. Ich kann keinen Task Manager öffnen. Ich muss wahrscheinlich meinen Rechner neu starten. Och, ich habe keinen Bock mehr. Sowas nervt mich. Komm schon. Mach doch wenigstens. Ich kann ja nicht mal. Ich krieg ja die Krise gerade. Wenn der Rechner sich so derartig aufhängt, dass man einfach nichts mehr tun kann, außer seinen Rechner Schock runterzufahren. Ach, Freunde. Na gut, ich mache hier mal einen ganz kleinen Cut und hoffe, dass ich dann wieder da bin. Wir sehen uns gleich wieder. Ah, nee, Moment. Nö. Krass. Das Spiel ist einfach... Gut, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder. Hoffe ich, wenn es hier weitergeht, bei Silent Hill 3. Ich bin gespannt, ob es weitergeht. Mal sehen. So, meine Freunde, bin ich wieder zurück hier an derselben Stelle. Ich habe natürlich noch ein bisschen mehr Energie verloren als beim letzten Mal, weil dieser Idiotensohn hier mich die ganze Zeit getroffen hat. Aber gut, wir probieren mal, nochmal die Tür hier zu öffnen. Und es hat funktioniert. Okay. Ah ne, das war die ja gar nicht. Die haben wir ja schon gelöst, das war die Tür hier. Okay. Gut. Oh, Tarotkarte, die Hohepriesterin. Da haben wir die letzte Tarotkarte, Freunde. Sehr schön. Aber wir haben natürlich noch sehr viel Bücher hier zu liegen, die wir erstmal lesen müssen. 10. November. Sie starb damals nicht. Sie wurde geboren. Da war ich mir sicher. Aber warum habe ich sie dann noch nicht gefunden? Es hieß, sie bräuchten ihre Macht, um für das Glück aller Menschen das Paradies zu erbauen. Dafür sollte sie wiedergeboren werden. Ich würde sie wirklich gerne sehen. 14. November. Las das Buch der Lobpreisung. Ich will Pater danken, dass er mir so ein wertvolles Buch geliehen hat. Darin fand ich, was ich gesucht hatte. Wie man Gott erweckt. Aber es ist viel zu grausam. Werde ich es schaffen, wenn ich sie sehe? 16. November. Ich hatte den ganzen Tag frei und las eine moderne Geschichte der Flüchtlinge und junge Sklaven, Kinderausbeutung. Ich will kein bloßer Zuschauer dieser Welt sein. Aber jetzt kann ich nichts unternehmen, und das macht es so schwer. Okay, scheint von Claudia zu sein. Seine alte Geburtstagskarte auf dem Tisch. Die hat sie also immer noch verwahrt. Okay. Der kleinen Claudia, herzlichen Glückwunsch zum 6. Geburtstag. Ich liebe dich wie meine richtige Schwester. Auf dich. Okay, die scheint ich selbst geschrieben zu haben. Oh Mann. Ich war hier gerade vorhin kurz mal in diesem Raum und hab mir danach direkt so gedacht, ganz ehrlich. Nee. Ganz ehrlich, das tue ich mir einfach jetzt gerade mal nicht an. Nö. So. Schauen wir noch, ob hier hinten die Tür offen ist. Ja, die ist auch offen. Geht's wieder zu dem Klassenzimmer. Das heißt, meine lieben Freunde, wir können jetzt diesen ganzen epischen Horrorweg wieder zurücknehmen, um in der nächsten Folge das Tarot-Rätsel zu lösen. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Ja, das ist schon pervers hier. Ganz ehrlich, das ist schon krank. Ich will mal kurz schauen, was jetzt hier in diesem Beichtstuhl abgeht. Gibt nichts mehr zu sagen. Okay, hier hat sich nichts verändert. Hier. Ach, hier ist auch alles ganz normal. Okay. Das Level hier ist wirklich räudig. Sieht richtig, richtig unangenehm aus einfach. Obwohl, wisst ihr, was wir heute mal machen wollen, ne? Wir machen heute mal eine Folge in Überlänge. Ich will heute in der heutigen Folge... In der heutigen Folge... mal noch probieren, das Tarot-Rätsel zu lösen. Mal sehen, ob wir das noch schaffen. Weil halt so lange kein Video mehr kam, machen wir heute einfach mal ein langes Video draus. Jetzt müssen wir nur noch den Weg zurückfinden. Hier ging es lang. Er hat mir ja lange gebraucht, um den Weg zu finden.
Und dann müssen wir wieder an diesen komischen Flugdingern vorbei. Das gefällt mir gar nicht. Also das Level ist wirklich... Oh, diese Sounds, ne? Gott im Himmel. Ja, wie soll ich denn jetzt da vorbei? Was soll das? Da kann man ja gar nicht unbeschadet vorbeikommen. Nein! Weiter, weiter, weiter. Schön. Okay, gut. Ich glaube, das Schlimmste sollte überstanden sein. Jetzt können wir hier wirklich einfach easy in den Tarotraum. Okay. Gut, Freunde. Jetzt schreiben wir uns mal noch was auf. Wir schreiben uns mal noch was auf, und zwar alle Karten. Und dann versuchen wir das direkt zuzuordnen. Ich glaube, so können wir effektiver das Rätsel lösen. Genau, Inventar. Gegenstände. Wir haben als Karten die Hohe Priesterin. Die Hohe Priesterin. Das ist jetzt natürlich ein bisschen mühselig. Bedeutet diese Karte nicht sowas wie wahrer Glaube? Moment, das schreiben wir auch mal dahinter. Wahrer Glaube. Die zweite Karte ist der Gehängte. Weil so können wir das direkt zuordnen auf unserem Blatt und dann einfach anwenden. Ich hoffe, das ist so eine gute Idee. Habe ich an diesem Leichen-Schauhaus-mäßigen Ort gefunden. Das ist solch ein Mitleiderregender Karte. Das ist solch eine mitleiderregende Karte. Ich schreibe mal dahinter Mitleid. Mitleid. So, die dritte Karte ist der Mond. Der Mond. Dann schreibe ich nur die Zahlen rein. So macht man das. Der Mond. Fand sie im Archiv. Keine besonders gute Karte. Keine besonders gute Karte, glaube ich. Okay, nächste. Der Narr. 4 ist der Narr. Und die fünfte. Sie war in meinem alten Zimmer. In einem Krankenhauszimmer. Was bedeutet diese Karte doch wieder? Keine Ahnung. Der Narr. Auge der Nacht ist die fünfte Karte. Auge der Nacht. Fand sie in der Kapelle. Was soll denn los ist? Echt, geistige Behinderung. Fand sie in der Kapelle. Aber ist das eine echte Tarotkarte? Echt? Okay. Gut, und jetzt lesen wir uns nochmal diesen geilen Text durch und hoffen, dass wir die einfach schnurstracks in das Bild eintragen können. Blabla, lassen dich hinein. Was tun mit all diesen, höre ich dich fragen. Ich sag's dir ganz direkt und ohne dich zu plagen, aber du musst schon bitte sagen. Eines musst du wissen, gleich zu Beginn, das ist etwas in jeder Reihe drin. Ja, und es sind zu fassen, drei würden einfach nicht passen. Okay, also sind niemals drei in einer Reihe, immer eine in einer Reihe. Der kopfstehende Mann. Der kopfstehende Mann ist schon mal der Gehängte. Oder der Narr. Tief unter Grund. Rechts von ihm, links von ihm, da ist niemand. Und lass ihn allein, sind seine Tränen doch auch profund. Tränen, also Mitleid. Der Gehängte 2. 2 gehängt. Also den würde ich jetzt einfach mal unten in die Mitte stellen. Der kopfstehende Mann, tief in der Grund, rechts von ihm, links von ihm, da ist niemand und, ja genau, also unten in der Mitte. Alles klar, weiter geht's. Hoch am Himmel, der Mond steht, voll oder halb, bevor er untergeht. Wie eine Krone funkelt Licht über des verrückten Clowns Gesicht. Also ist der Mond oben. 3 Mond. Und der Narr in der Mitte, ne?
Genau, die 4. Ja, würde ich jetzt so verstehen. Euer Exzellenz, ich muss euch loben. Ihr betet zu Gott hoch oben. Aha. Darf ich es wagen, euch zu fragen, warum ihr blickt in den Himmel, zur Nacht niemals schlaft, sondern immer wacht? Also die Hohepriesterin. Weißt du es jetzt, du hast es nicht vergessen, einen wichtigen Punkt darfst du nicht auslassen. Und nun zum Schluss, bevor du dich dran wagst, hier noch ein Tipp. Unheimlich und abscheulich, das Ding in der Nacht, lasse Vorsicht walten. Rechts, lass unbewacht. Es ist zu deiner Linken, so handle mit Bedacht. Auge der Nacht. Okay. Also ist die hohe Priesterin hier oder was? Und das Auge hier oder wie? In jeder Reihe nur eine. Niemals drei. Eins, hier nur eins. Dafür die Linien. Ja, hier sind drei in einer Reihe. Wisst ihr was, Freunde? Ich probiere das jetzt einfach mal so, wie ich gerade denke. Wie ich das hier gerade aufgeschrieben habe. Aber das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir setzen jetzt erstmal den Narr in die Mitte. Ich glaube, das ist schon mal, das ist Fakt. Der Narr. Tarotkarte, der Narr kommt hier hin. So. Der Mond, haben wir gesagt, kommt hier hin. Die hohe Priesterin haben wir einfach mal hier hingesetzt. Das Auge haben wir einfach mal hier hingesetzt. Und den Gehängten hier unten hin. Das haut schon mal nicht hin. Deswegen wechseln wir einfach mal das hier. Also über die in der Mitte bin ich mir eigentlich fast sicher, ne? Ich spiel jetzt einfach mal. Ne, passt nie. Das passt nie. Das Auge der Nacht. Der Mond. Der Gehängte. Nee. Haut sie nicht hin. Nochmal. Nochmal durchlesen. Nochmal kombinieren. Eines musst du wissen, gleich zu Beginn. Da ist etwas in jeder Reihe drin. Ja, und ist es denn zu fassen? Drei würden einfach nicht passen. In jeder Reihe eine? Das geht ja aber gar nicht. Aber niemals drei. Niemals drei in einer Reihe. Also ist das auch schon mal falsch. Gut. Der kopfstehende Mann tief unter Grund, rechts von ihm, links von ihm, da ist niemand. Und? Also ist der Gehängte unten in der Mitte. Lass ihn allein, sind seine Tränen auch profund. Hoch am Himmel der Mond steht, voll oder halb, bevor er untergeht. Wie eine Krone funkelt Licht über das verrückten Clownsgesicht. Also ist der Mond schon mal übernah, das ist auch schon mal klar. Euer Exzellenz, ich muss euch loben, ihr betet zu Gott hoch oben. Darf ich es wagen, euch zu fragen, warum ihr blickt in den Himmel, zur Nacht niemals schlaft, sondern immer wacht? Also könnte die Priesterin noch oben in die Mitte. Alter, das ist wirklich schwer, ne? Moment. Den Narr packen wir mal hier hin, den Mond mal hier hin. Zack, den Mond dahin. Die hohe Priesterin in die Mitte. Moment. Den Narr, der Mond. Der Narr. Hier links und rechts nichts. Hab's nicht gerafft, ne? Ich habe keine richtige Logik. Also haben wir in der Reihe keine 3, in der keine 3, in der keine 3. In der haben wir gar keine. Das haut nicht hin. Hier muss was in die Mitte. Der Gehängte. Der Gehängte kommt auf jeden Fall hier hin.
Das Auge der Nacht. Ich habe es immer noch nie gerafft, ne? Mit dem Auge der Nacht. Der Narr. Jo. Hä? Alter Schwede, ey. Ich bin echt gerade zu dumm für dieses Rätsel. Da ist etwas in jeder Reihe drin. Ja, und es ist denn zu fassen, drei würden einfach nicht passen. Drei sind niemals in einer Reihe. Der kopfstehende Mann, tief unter Grund, rechts von ihm, links von ihm, da ist niemand. Und, lass ihn allein, sind seine Tränen auch profund. Unten Mitte gehängt da, alles klar. Hoch am Himmel, der Mond steht. Voll oder halb, bevor er untergeht. Also der Mond... Oben in der Mitte. Und darunter der scheiß Clown. Aber das haut nicht hin. Also den Namen mal versuchen links hinzusetzen, oder was? Okay. Das ist anstrengend. Euer Exzellenz, ich muss euch loben, ihr betet zu Gott hoch oben. Darf ich es wagen, euch zu fragen, warum ihr blickt in den Himmel zur Nacht? Ich muss euch loben, ihr betet zu Gott hoch oben. Darf ich es wagen, euch zu fragen, warum ihr blickt in den Himmel zur Nacht, niemals schlaft? Also könnte sein, dass das Auge in der Nacht oben ist. Und die Priesterin... Oh Gott. Unheimlich und abscheulich, das Ding in der Nacht. Lasse Vorsicht walten, rechts lass unbewacht. Es ist zu deiner Linken, so handle mit Bedacht. Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Rechts lasse unbewacht. Rechts lasse unbewacht. Also der Gehängte hat man gesagt hier. Das Auge eventuell. Kann auch hier sein. Die Priesterin. Und den Narr hierhin, den Mond. Oh, hier hin. Yes! Ach so ist es gemeint. Jetzt habe ich es verstanden. Also ich finde es nicht so einfach. Das Rätsel ist halt ein bisschen in sich, muss man ganz ehrlich sagen. Der Narr, bla bla. Dann der Narr, genau. Darüber der Mond. Alles klar. Okay, gut, Freunde. Wir haben es gelöst. Aber was hinter dieser Tür ist? Hinter dieser wunderschönen Tarotkartentür. Das werden wir erst in der nächsten Folge auflösen, weil die geht jetzt mittlerweile schon lange genug. Ich wünsche euch erstmal noch einen wunderschönen Abend. Ich fand das Rätsel jetzt nicht ohne. Könnt mir ruhig in die Kommentare schreiben, wie ihr das Rätsel so fandet. Ich muss sagen, ich fand es recht kompliziert. Man muss ein bisschen um die Ecke denken, aber im Endeffekt ist es dann doch gar nicht so schwer. Man muss halt raffen. Es ist komisch geschrieben. Der Text ist ein bisschen komisch geschrieben. Aber gut, Freunde. Wir sehen uns wieder in Folge 26 mit Silent Hill 3. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns. Macht es gut. Tschüss. Bis dann.